Hallo Leute, heute beim Ein-Minuten-Star, ein ganz besonderer Ein-Minuten-Star, kein Sprecher, sondern ein Organisator von der Dokumi, Andi von der Dokumi. Hallo Andi. Hallihallo, schön zu sehen. Ja, du bist ja gerade in Berlin, aber eigentlich in Bonn oder Düsseldorf, ne? Genau. Wo Düsseldorf, wo auch die Dokumi stattfindet. Was gibt's denn Neues bei der Dokumi dieses Jahr? Also, die Dokumi wird auf jeden Fall ein ganz Stück größer dieses Jahr, denn wir kriegen eine weitere Halle hinzu, komplett zum Thema Content Creator, Synchronsprecher, VTuber, Streamer, YouTuber, TikToker, aber aus unserer Szene, das ist mir total wichtig, das sind halt alles quasi Creator aus unserer Szene, denen wir damit endlich eine ordentliche Plattform bieten können mit Meet & Greets, Eigenständen, eigenen kleinen Bühne und so weiter, Streaming-Kabinen, arbeiten uns mal mit Insight zusammen, einer großen Influencer-Agentur und es gibt einen eigenen Bereich oder anderthalb Hallen für den 18-Plus-Bereich. Der wird auch immer größer. 18-Plus? Jawohl, richtig. Da muss man ja mal seinen Ausweis zeigen, glaube ich. Richtig, da kriegt man Bändchen, dass man auch rein kann für die, die sehen wollen. Und auch der Bereich wird erweitert. Und was mich persönlich freut, weil ich ein Riesenfan von japanischer Mode bin, der Fashion-Bereich kriegt ein massives Upgrade. Und der Harajuku Dreams-Bereich wird ja massiv erweitert mit japanischen Brands wie AC/DC Rake und Listen Flavor. Und ich freue mich ultra darauf, dass man jetzt nicht mehr extra nach Japan fliegen muss, um richtig cool japanische Mode bekommen zu können. Okay, mit wie vielen Besuchern rechnet ihr dieses Jahr? Circa 160.000, 270.000. Wir wachsen ein bisschen, aber im Maß. Denn es ist wichtig, dieses Jahr Strukturen zu festigen und einfach euch als Besuchern ein schönes Erlebnis zu bieten, dass halt alles entzerrt wird, dass ihr ja wirklich die Con in vollsten Zügen genießen könnt. Also deshalb auch eine Halle mehr. Genau, richtig. Um alles ein bisschen zu entzerren und einfach die Besucherströme gut managen zu können. Noch eine Frage, wie sieht es mit den Karten aus? Gibt es noch Karten? Es gibt noch Karten. Der Samstag wird wahrscheinlich im Laufe des Aprils irgendwann ausverkauft sein. Daher empfehle ich da frühzeitig reinzugehen. Unsere Einschätzung ist, dass Samstag und Sonntag wieder ausverkauft sein werden und für den Freitag auf jeden Fall auch noch im Zweifelsfall einen Tageskassentickets geben wird. Okay, dann Dankeschön, Andi. Und ja, Leute, wer Lust hat bei der Dokumi dieses Jahr, was war der Termin nochmal? 28. bis 30. Juni. Okay, dann macht's gut und ciao. Ciao.